heute haben wir jemanden hier heute Abend, der war vor einem Jahr noch ganz unbekannt. Da ist er mit so Typen wie mir gemeinsam aufgetreten. Und dann hat er sich bei dem Comedy Grand Prix bei RTL beworben und hat den tatsächlich gewonnen. Wann kommt mein Zug um 10? Sagtest du? Läuft. Ja, guten Abend. Tickt nicht aus. Stimmung wie beim Serviette falten. Ich möchte nur kurz sagen, ich habe mich bei RTL nicht beworben. Ich habe mich tatsächlich nicht beworben. Die haben irgendwie einen gesucht, der so eine Jalle umzaubert. Nein, ich habe mich da nicht beworben. Die haben mich angerufen, willst du? Und ich sage, ja. So, ich sage direkt zum Anfang an, die Leute, die gekommen sind, um den Bericht zu hören über die siamesischen Zwillinge, die das Doppelkopfturnier gewonnen haben, der fällt aus. Ich höre hier morgen, hier vorne schon ist gemeint, die weiß gar nicht, wann auf sie zukommt jetzt. Aber. So, bevor ich anfange, möchte ich kurz hier auf meinen Merchandise-Artikelbereich hier aufmerksam machen. Das T-Shirt meiner aktuellen Tour. Ein T-Shirt davon kostet 10 Euro, davon gehen allerdings 5 an Kollegen von mir, weil der kriegt noch einen 10er. So, viele Leute haben mich gefragt, also einige Leute, also ein paar Leute, also einer hat mich gefragt, Markus. Was erzählst du den Leuten in Münster denn heute so? Habe ich gesagt, ja, Mutter, das ist so. Ich war ja heute noch auf der Bank, also bei uns im Park. So krieg ich den Zug nie. Ne, ich hab da die Tauben gefüttert. Hab dann aber Ärger mit dem Parkaufseher bekommen, ich soll die gehörlosen Menschen in Ruhe lassen. Bin dann nach Hause und hörte in meinem alten Schwarz-Weiß-Radio meinen spanischen Lieblingssender am Teneriffa. Und da war gerade Juppi Hestas mit der Coverversion vom Onkels-Klassiker Nur die Besten sterben jung. Und da habe ich gedacht, für euch heute lese ich hier aus meinen Memoiren. Einige denken, Memoiren kenne ich, da musst du zwei gleiche Karten umdrehen. Nein. Ich habe ja mehrere Bücher geschrieben, vielleicht kennt ihr einer. Ich habe damals diesen Reiseführer geschrieben, Gelsenkirchen sehen und reicht. Sind Schalker hier? Ja, da. Da vorne. Das ist wie Herpes, das kriegst du nicht weg. Ich fahre aus der Toranfahrt raus, links steht ein Schalker und rechts ist auch frei. So. Warte, ab, wann noch kommt. Ich habe noch ein Buch geschrieben über Siegfried und Roy, allerdings aus der Sicht des Tigers. Das Buch heißt, man soll alles nicht so verbissen sehen. Ich habe eine Biografie geschrieben über Axel Schulz, meine größten Siege. Da habe ich aber im Moment nur das Deckblatt. Viele Frauen hier, die Frauen kennen vielleicht, ich habe Kochbücher geschrieben, italienisches Kochbuch, Nudeln kochen mit Wasser. Vielleicht kann ich damals geschrieben. Ne? Oder meine Arztromane, wenn ihr bei Edeka seid, die hängen da überall aus. Zum Beispiel ist von mir Orthopäde Dr. Wagner, mir kommt keiner krumm. Das ist dieses Heft mit der Sonderbeilage Hula Hoop trotz Beckenbruch. Von mir ist auch noch Urologe Dr. Schmitz, Kassenpatient, verpiss dich. Im Moment schreibe ich an einem, da muss ich für aufstehen, ich muss mal was für das Gewicht holen hier überhaupt. Guck mal hier, hier ist alles so. Das ist mein Catering hier. Meine Freundin sagt immer, ein Arbeitsloser braucht ein Dach über dem Kopf, weißt du? So. Lass mal sacken. Oh
Oh, Kontaktlinse rausgefallen, oder was? Ich schreibe im Moment an einem Buch über sächsische Folklore-Tänze. Und da geht es über den Chemnitzer Amigo-Shuffle. Der geht ungefähr so. Den habe ich gesehen, da war ich eingeladen bei einer ARD-Sendung. Die Krone der Volksmusik war ich eingeladen in Chemnitz. Ich wollte da ein bisschen Stimmung reinbringen, deswegen wurde ich gecancelt. Aber ich hatte eine Kabine mit Bernhard Brink und den beiden Amigos. So, was viele nicht wissen, die Amigos werden tot angeliefert. Sorry, oder? Setz du dich bitte nach hinten, da ist ja... Ein Amigo-Fan haben wir vorne, der andere. Nein, die Amigos, dann kriegen die hinten so eine Kassette an, der eine hatte schon USB, glaube ich, ne? Dann kommen die auf die Bühne und machen ihr Ding und dann werden die hinterher klippen die wieder und dann kommen die über so einen Fahrbahn-Garderobenständer zum nächsten Termin. Ne? Die haben, du kriegst auch keine Autogramme, wirklich. Wenn du da hingehst, aber die haben vorgedruckte Autogramme, wirklich, ist so. Ne? Ja. Weil der eine hat Gicht, der Gitarrist hat Gicht. Ja? Der ist, der hat das Plektrum immer in der Hand, der ist auch so. Ja? Ich schreibe noch im Moment an einem Krimi. Aber der ist so spannend, ich traue mich nicht weiter zu schreiben. Also das Buch heißt Die Schüllerpfeife. Und es geht da um einen Typen, der denkt, seine Frau, die wurde gekidnappt, die war aber nur entführt. Also knallhart. Naja, ich werde wohl weiterschreiben, weil ich will ja wissen, wie das ausgeht. So. Wie gesagt, ihr hört ja heute meine Memoiren hier, die tragen den Titel Literatur unter Betäubung. Ich schreibe da unter dem Pseudonym Gebrüder Gramm. Das hat mehrere Kapitel. Ein Kapitel geht zum Beispiel darum, dass ich auf der Toilette gerne alleine bin. Nee, auch gerade in Kneipen. Ich mag da nicht, wenn einer neben mir steht, guckt so, boah, weißt du. Kann ich nicht haben. Das Kapitel heißt Mein Leben als Han Solo. Dann gibt es noch ein Kapitel, das heißt, ich bin Atheist. Gott sei Dank. Da geht es darum, dass ich erst einmal in der Kirche war und da habe ich einen Falschparker ausrufen lassen. Weißt du? So, da ist meine Höhe, ja. Dann gibt es noch ein Kapitel, das heißt, wenn schon Haustier, dann gut gewürzt. Und da... Ich habe eine Katze, eine kommunistische Katze. Ja, die, ein rotes Fell, weißt du. Und ich habe gefragt, wer ist dein Lieblingspolitiker? Hat sie gesagt, Mao. Ja, also. Und die wurde zwei, da haben wir Karten verschickt, da kamen die ganzen Katzen aus der Nachbarschaft halt. Ne? Da waren zwei Perser mit Sitzfleisch, fürchterlich. Einer hat sich in meinen Teppich verliebt, ne. Haben sich ordentlich eingetan, hier Katthäuser Doppelkorn, weißt du. Was checkst du, der Katze, die zwei wird, ne? Habe ich ihr ein Festtagsmenü geholt und Gutschein von Kitty Huse. Da waren die ganzen Katzen weg, wer musste aufräumen, wieder ich, ne? Habe ich die Küche geputzt, ne? Küche geputzt, war ich zu schnell, wurde ich geblitzt. Du hast ja Lappen weg, ne? Na, ihr hört heute hier das Kapitel, da ist mir scheißegal, wer dein Vater ist, solange ich hier angel, läuft hier keiner über das Wasser. Es geht in diesem Kapitel darum, ich habe mal in einer WG gewohnt. WG steht eigentlich für Wohngemeinschaft, bei uns hieß es, wir gammeln. Ne, WG, hast die Schuhe abgetreten, wenn du rausgingst, ne? Wir waren die Einzigen, die, sag mal, die Ersten auch, die in der Zuhandlung nach Futter für Silberfische nachgefragt haben. Ne? Bei mir am Fensterbrett ist eine Taube gelandet und hat mit ihrem Schnabel Sau auf meine Scheibe geschrieben. Ja?
Wir haben auf so einer Bundesstraße haben wir gewohnt, da haben Bauarbeiter gerade die Schienen rausgerissen, haben die bei uns angestellt, ob wir mal ruhiger sein können. Wir waren noch die Einzigen, die in der zweiten Etage eine Kellerbar hatten, aber das... Irgendeine Fete war bei uns immer, was weiß ich, Ende der Prohibition oder 5 Jahre bügeln ohne Brett, sowas halt, ne? Haben wir halt einen Zettel in den Treppenausgang, dass die nächsten 5 Tage halt was lauter werden kann, ne? Oder wir hatten nebenan 2 Türen weiter eine Kneipe gehabt, sehr schön, hast du eine Tetanus am Eingang gekriegt, richtig lecker. Vorne saß Dieter immer. Dieter hat ein kleines Problem, der hat ein bisschen gezittert, also immer Schaum am Bier. Das haben wir wirklich mit ihm gemacht. Wir haben damals einen Schal genommen, haben ihm um Handgelenk hinten rum und dann konnte er hier ziehen und hat so getrunken. Das klappt. Wer das Problem hat, probiert es aus. Ist so. Und Dieter wusste über alles. Sagst du, Dieter, was sagst du denn zu Ehek? Ja, drücke ich drauf, kommt Kassette raus. Ne? Ich sag, Dieter, was sagst du denn zu Fukushima? Jo, da ist eine hübsche. Ich sag, nein, pass auf, da ist ein Atomkraftwerk, die haben Probleme mit dem Brennstab. Bepanthen. Der Problem mit dem Brennstab kann ich mir vorstellen, ich kenne ja die Frau, also Ex-Frau. Also, wie kann man die beschreiben? Die ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das ist eine, die dreht beim Tetris auch gerne mal das Quadrat. Mit der konntest du diesen alten Trick machen, so einen Zettel geben und auf beiden Seiten bitte wenden schreiben. Ja, hat die den ganzen Tag. Die sucht euch heute noch ein anderes Wort für Synonym. So. Es wird noch härter, warte, gleich kommt noch Knaller. Ja. Keiner hat gesagt, dass er wegen Niveau hier seid. Also von vornherein jetzt. Ein Spruch von ihr war zum Beispiel, das Leben ist kein Ponyschlecken. Da war sie zum Brunchen eingeladen. Da sagt sie so, oh Brunch, das ist aber eine total geile Mischung aus Breakfast und Lunch. Also viel besser wie Leckfest. Mein Vater hat immer gesagt, bei einer Frau muss alles stimmen, was sich auf Ich reimt. Also, Gesicht, Gewicht, nervt nicht. Keine Gicht, braucht nicht viel Licht. Also bei der stimmte gar nichts, wirklich. Also, die kommt mit dem Gesicht verhüten, wirklich. Ja. Die sah so aus, als hätte die bei der Beerdigung mal einen Strauß gefangen.